Nun herzlich willkommen zur nächsten Folge Lego Star Wars, die komplette Saga. Jetzt mit Kapitel 6, Count Dooku. Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Kapitel 6, Count Dooku. Während der Schlacht zwischen den Klonstreitkräften der Republik und der separatistischen Ruinenarmee flüchtet Count Dooku, der Anführer der Separatisten, in seinen geheimen Hangar. In der Hitze der Schlacht flieht Count Dooku in seinen geheimen Hangar, doch Obi-Wan und Anakin Skywalker sind ihm dicht auf den Fersen. Okay, da kommt er wieder direkt in seine Base da an. Das Kanonenboot wird direkt totgehauen. Und Obi-Wan pennt auf dem Boden. Okidoki. Okay, da können wir noch nicht hoch. Wir haben keinen Blaster-Typ dabei. Und Dooku haut natürlich einfach ab und schickt seine treuen Diener. Die ein bisschen Geld im Portemonnaie dabei haben. Okay, was haben wir hier? Ein kleines Geheimnis. Ja, ein geschenktes Minikit, alles klar. Oh, Geodosiane. Und die Sau verpisst sich mal wieder. Okay, nehmen wir das Power-Up mit. Siegen die alle, holen uns auch schön die Asche mit. Und machen nochmal ordentlich Gewinn. Oh, nochmal das Ding kurz kaputt. Jawoll! So schnell sind wir. Also 10.000 braucht man dem Level nur. Man kriegt aber dem Level auch nicht so viel Geld, weil es dann auch wieder so ein extrem schnelles Level ist. Komm, Andy, geh da rauf, genau. Es ist irgendwie lustig gewesen, wenn jetzt meine Plattform wieder weggefahren wäre. Oh ne, sag ich sicher, da komme ich jetzt nicht hin. Ach ne, ich muss hier hin. So, ich muss hier sogar hoch. Um die Tür wieder aufzumachen, alles klar. Weil ich dachte gerade, das ist nur zum Minikit. Für das da, aber da kommen wir nur mit dem Hochspringer hoch. Da können wir also nicht hin. Dann haben wir den nächsten Abschnitt. Also ist dieses Level einfach bloß ein Endboss. Okay, da oben ist der rote Stein. Ich glaube nicht, dass wir da rankommen. Oh, die Musik wieder sehr geil. Also wenn es etwas gibt, wo dieses Spiel punktet, dann definitiv wieder Musik, weil ich finde die einfach nur episch. Und das ist wirklich eine einzige gute Sache in dem Spiel. Schade eigentlich. Wie lasch die einfach nur kämpfen, das sieht irgendwie witzig aus. Und Annie lässt sich direkt die Hand, Hand abtrennen. Und da kommt Meister Yoda. Auch schon mit seinem Krückstock. Aber hat er denn den Klonkrieg nicht, war der nicht da ohne Krückstock? Also Lego Star Wars 3 sind Klobos, war der ohne Krückstock, da bin ich mir sicher. Aber jetzt sieht ja, wie schnell der ist. Also jetzt muss ich auf der anderen wechseln und dann so, ja, so war das. Na komm, Blitz wieder. Komm, hau deine Blitze raus. Wie viel Abstand muss ich denn doch nehmen? Wenn das Dude auch einfach nichts dagegen macht, ne? Warum treffe ich den denn die ganze Zeit nicht? Ist das aufgefallen? Ich habe den kein einziges Mal hatte. Mal, bevor ich ihn jetzt besiege. Ich schaue, ob hier noch irgendwas ist. Der muss aber die ganze Zeit daher rennen, ne? Geht das Annie? Den können wir sogar auch schlagen, lol. Geht das ein Speeder, mit dem der nachher abhaut? Die feige Sau. Und da ist der Ausgang. In zwei Zielscheiben, wir haben aber keine Blaster dabei. Höchstens das da könnte noch was bringen, aber das kriege ich nicht aktiviert, wenn der wieder ganz hinterher rennt. Achso, was ist bloß das? War ein bisschen Geld. Okay, da oben ist noch ein Minikit, ich glaube, dass wir das kriegen. Siehst du, da haut die Sau bestimmt wieder ab. Siehst du?
das war's mit dem Level. Es ist viel zu einfach. Es geht so schnell. Episode 2 gemeistert. Super Story freigeschaltet, ja. Gut gemeistert, was heißt das? Was heißt denn gemeistert? Dass wir durchgewascht sind, oder was? Ein Minikit nur. Aber dafür ist das Level auch sau kurz. Zack. Und wir enden die Story. Auch hier werden wir uns wieder die Credits nicht anschauen. Und wir sind bei 14,6%. Boah. Gut, das war mit Episode 2 auch schon durch, ne? Genau. Was können wir hier machen? Achso, ein bisschen Geld. Nichts Wichtiges, also. Gut. Haben wir noch die Disco, genau. Dann, ja, können wir eigentlich gar nichts mehr machen hier. Dann geht's nächste Folge in die Episode 3. Oder würde ich sagen, ja, dann sehr, sehr kurze Folge, aber dafür kriegt ihr jetzt, würde ich sagen, ich bestätige jetzt ab sofort, ihr kriegt 2 Folgen pro Tag, weil das lohnt sich einfach nicht, mit so einer 5-Minuten-Folge dazu kommen. 2 Folgen pro Tag, weil ich möchte auch wirklich auch jedes Level genau eine Folge begrenzen, weil sonst wird es einfach nachher am Ende unübersichtlich. Gut, dann genug gelabert. Bis zur nächsten Folge, bis bald und ciao.